Schule daheim. Ideen für die Osterferien. Wir bemalen Saarsteine. Die aktuellen Regeln gelten auch in den Ferien. Die Familie ist meistens in der Wohnung. Ausflüge oder Urlaub fallen aus. Ihr Kind kann nicht zu seinen Freunden und Oma und Opa können an Ostern nicht besucht werden. Trotzdem ist es wichtig, sich regelmäßig an der frischen Luft zu bewegen. Viele Kinder sind keine Fans von Spaziergängen. Saarsteine können die Motivation ganz schnell erhöhen. Dazu braucht Ihr Kind Steine. Am besten eignen sich glatte Steine, zum Beispiel Kieselsteine. Zum Malen können alle Arten von Farben genutzt werden. Wasserfeste Farben wie Acryl- oder Abtönfarben oder Marker eignen sich ebenso wie Buntstifte, Filzstifte oder Wasserfarben. Diese benötigen dann aber einen Klarlack. Suchen Sie mit Ihrem Kind nach geeigneten Steinen. Waschen und trocknen Sie diese. Dann geht es ans Malen. Alle Kinder, ob klein oder groß, können mitmachen. Ob Lieblingstier oder Superheld, ob Osterhase oder Schutzengel, erlaubt ist, was gefällt. Viele Kinder schreiben auch Botschaften wie "Bleib gesund" oder "Frohe Ostern" zu ihrem Bild. Wenn die Steine fertig bemalt sind, können sie von einem Erwachsenen eventuell mit Klarlack überzogen werden, dann halten sie länger. Jetzt gehen die Steine auf die Reise. Beim nächsten Spaziergang werden sie ausgewildert. Das heißt, Ihr Kind versteckt die Steine am Wegesrand, auf Sitzbänken oder an Zäunen und hofft, dass andere Spaziergänger sie finden und ein Stückchen weitertragen. Gleichzeitig sucht Ihr Kind nach versteckten Steinen und trägt sie selbst ein Stückchen weiter, um sie dann an einer neuen Stelle auszuwildern. Wenn Ihrem Kind ein Stein besonders gut gefällt, darf es ihn auch behalten. Vielleicht kennen Sie jemanden, der bei Facebook aktiv ist oder nutzen selbst dieses Netzwerk? Dann können Sie Fotos der eigenen oder gefundenen Saarsteine auf dieser Seite hochladen.